Willkommen, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, zum Rennen von Großbritannien von Silverstone. Nachdem wir im Qualifying vorgestern nur den letzten Rang erreicht haben, wollen wir natürlich heute hoffen, im Rennen, wo es auch auf jeden Fall regnen wird, mal gucken, wie stark, da vielleicht mit ein bisschen Chaos etc. ein paar Plätze noch gut machen zu können. Und ja, hoffen wir einfach mal das Beste. Und nicht vergessen, am Dienstag geht es dann direkt weiter, live auf Twitch um Punkt 21 Uhr mit dem großen Preis von Ungarn. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei, wenn ihr Lust habt, auch mal live dabei zu sein oder auch selbst mitzufahren. Immer sehr, sehr gerne dann melden im Discord bei uns, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich euch alles schon erklären. Und vielleicht könnt ihr auch schon in Ungarn einsteigen, wenn ein paar Leute absagen. Also viel Spaß mit dem Rennen und drückt uns die Däumchen, dass wir erstens ins Ziel kommen und vielleicht noch 2, 3, 4, 5, 8, 9 Plätze gut machen können. Los geht's. Ach, du schreibst gerade, die beiden Essen sind auch eine Enttäuschung. Hab ich nicht gesagt, hat Arthur gerade geschrieben. Frech ist er. So, das ganze Rennen über Regen. Das heißt, wir brauchen weniger Sprit, ne? Am Ende hört es aber auf zu regnen, laut meiner Vorhersage. Die Strecke ist ja noch nass. Ja, auf jeden Fall mal viel weniger Benzin. Oder hast du deinen Flügel jetzt auch hochgestellt oder fährst du noch mit demselben? Nö, keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht, ich war dasselbe. Okay, bist du auf 14 gelandet. Großbritannien nass. Natürlich muss es in England regnen. Geht ja nicht ohne. Ja. Nächste Woche ist übrigens Ungarn. Oh, die ist auch nicht geil. Und nicht fahren tun wir, hab's glaube ich schon geschrieben, Mexiko, Japan, ja, Singapur und Katar. Bei Katar bin ich enttäuscht, menschlich. Ich liebe Katar. Du hast geschrieben, man soll die auswählen, die man am liebsten fahren würde, oder? Ja, ja, so heißt. Ja, ich habe die angeklickt, die ich nicht fahren will. Hä? Ja, ich habe mich verlesen. Ach so, okay. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Als du dann auf einmal geschrieben hast, ja, das, das und das fahren wir nicht, dachte ich, hä? Die haben doch gar nicht die meisten Votes nochmal durchgelesen. Oh. Hoppala. Ich habe mich auch schon gewundert, dass so viele, welche Strecke war sogar, ach ja, Brasilien nicht fahren wollen. Naja. So, hab jetzt nochmal für nächste Woche Ungarn gemacht, weil will keiner abstimmen. Wenn nicht, soll nach Hause schlafen gehen. Ich sag mal ja, aber man weiß ja nie. Arglos, die Leute haben entschieden, die haben keinen Bock auf Katar. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, welche Strecke Katar ist. Katar ist diese super kurvige. Ich finde es aber super, dass Japan und Singapur nicht dabei ist. Die MotoGP jemals. Japan ist ein Rutschfest immer. Ich hasse Japan, das macht mir keinen Spaß. Singapur, was war Singapur? Ach, die Stadtstrecke, ne? Ja, nee, das muss nicht sein. Singapur ist eine coole Strecke eigentlich. Ja, aber du weißt, wie das bei uns aussehen würde. Ja, das ist richtig. Singapur macht halt Spaß, wenn du halt den Flow gefunden hast, aber wenn du nicht den Flow findest, macht sie keinen Spaß. Was ist ein Flow? Kenn ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Geil, Grin sind neu, einfach beide gemutet, das ist auch geil. Ja, Konzentration. Hm? Konzentration. Mhm. 32. Enter ist gerade nicht da, ich sehe nur Stuhl. Oder sehe ich schon umbenannt wie niemand, dann darfst du jetzt Start drücken. Ich drücke keinen Start. Ja, nee, kein Bock neu zu starten. Nicht? Nee. Jetzt. So wie letzte Woche. Aufhören, aber zweimal. Ja, hab ich gelesen. Gianluca, vorbei ist die Saison am 21. Mai. Jetzt, Paul, jetzt ist die Chance. Komm.
Jetzt ist der Tour wieder da. Wir sind jetzt gerade genau Rennen 10 von 18, glaube ich. Ja, man meint zu seinen eigenen Rennstart zu spät. Ich starte jetzt. Wir haben noch 32. Oder? Ja, wir haben 32. Ich warte die ganze Zeit, dass diese Uhr weiterspringt, bevor hier die Uhr... Habt ihr noch keinen 32? Doch. Ist eigentlich eine Einführungsrunde? Okay, nein. Dann starten wir jetzt. So. Viel Erfolg. Mein Wasser ist ausgelaufen. Ebenso. Scheiße. Erste Kurve erstmal wieder 10 km fahren. Ich war gerade kurz verwirrt. Mein Wasser ist ausgelaufen. Ebenso. Was? Ich habe keine Lust auf die ersten Kurven. Jetzt geht's los. Ja, ja. Jetzt geht's los. Ja, wo ist denn Alex? Ach, der ist da. Hinter mir. Noch. So, wollen wir schon mal üben, wie viel Respin man bei einem Anfahren haben kann? Ah, Paul, guck mal, du startest da. Dann weiß ich ja schon mal, wo ich reinfahren muss. Ah, hinter mir ist Daron. Hi. Ein Eckler. Ja, und alle vor mir. Oh, das war ein langsamer Start. Das war ein sehr langsamer Start, ich sehe schon. Oh, keiner hat sich gedreht? Was ist da los? Finde ich jetzt nicht so super. Und einfach direkt mit minus 3 Runden gestartet. Ich hab 0,2. Ja, sind ja mindestens 2 Safety-Car-Phasen, einmal über Runden. Puh. Was? Alarm ist überlebt. Nee. Doch. Nee? Ja. Doch. Das war nicht Matt Ole, das war ich. Sorry. Ich habe ihn gedrückt. Ja, ein bisschen drücken ist noch gehen. Bisschen knuffen, bisschen... Ja, ich habe zum Glück nur mich so. Schräg gestellt und nicht ihn. Bisschen kuscheln ist erlaubt. Der Start war okay, jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, in die Kurve rein. Oh, Alex hat sich gedreht. Oh, was ist hier los? Mein Mercedes ist vollkommen rausgedrückt, Alter. Ja, du bist vor mir, ich sehe dich. Ja, und ich muss euch jetzt alle vorbeilassen wegen ihm. Oh, ja, danke, danke, danke. Ach Mann, Alter. Dann Luca gegen Ecker. Nein, das war Wolf hinter mir. Ja, Daron ist KI, der ist gar nicht da. Dann kann ich ja durch und durch. Oder? Ah ne, der ist ja nicht gekostet. Au! Alter, ich hab 5 Plätze gut gemacht am Start. Oh Mann, ey. Egal. Ich hab die Position gehalten zumindest. Ne, ich bin voll nach hinten. Ja, du hast einen schlechten Start gehabt. Ja, das und dann hat mich Wolf in den SS komplett rausgedrückt, weshalb ich ihn auch wieder vorlassen musste. Ja, und Wolf hat mich hinten berührt, ne? Der hat mich gedreht. Ja. Egal. Passiert. Ich hätte vielleicht doch noch nicht an ihm vorbeifahren sollen. Hat Daron Bescheid gegeben, dass er nicht da ist, oder hat er Internetprobleme? Weiß ich nicht. Also ich hab... Ja, der muss bestimmt gerade irgendwas machen. Hab mich noch gewundert, warum der gerade so langsam war. Weil die KI ist nur auf 48 oder so. Ich hab nichts gemacht, Markus. Ja, jetzt bin ich auch wieder da. Warum ist mein Frontflügel kaputt? Kann ich dir nicht sagen. Ahnung. Ich war's nicht. Ich glaube, ich habe doch zu viel Flügel. Boah, ich bin beim Anbrennen auf den Rasen gekommen. Was hast du denn für einen Flügel jetzt eingepackt, Paul? 28 und 25 von 25 und 22 oder sowas. Weiß ich nicht. Ist mal durchgelassen, Alex. Mein Computer ist gefahren. Warum sind 2 Leute hinter mir? Ich war's doch gar nicht, Arctos. Da bist du.
Mann! Na, jetzt im Ernst. Ich bin gerade an mir selbst. Kriegt er das raus? Warum? Weiß er nicht. Ach Mann, das ist doch nicht wahr, Alter. Kannst du am meisten dann noch nachjoinen. Ja, 3 Sekunden Zeitstrafe. Okay. Ich kann weiterfahren, aber wie komme ich wieder rein? Kann es einer sagen? Du musst nur eingeladen werden. Hast du meine Franchise-Anfrage angenommen? Scheiße. Lass mal kurz schauen, dann kann ich dich theoretisch schnell einladen. Also war doch Darwin hier nicht. Warum? Ach ja, der wird unsichtbar als KI. Ups. Also. Ja, ich habe deine Freundschaftsanfrage angenommen. Hoff mal, dass der Flügel nicht zu ja, kaputt ist. Ich dachte wirklich, der wird unsichtbar. Ich hatte erst kurz vor, wirklich einfach durch Darwin durchzufahren. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Jo. Danke. Sonst wäre mein Rennen wieder schnell vorbei. Ja, aber anscheinend kann Darwin ja trotzdem weiterfahren. Das ist ja schon mal ganz gut. Hm. Okay, uns geht der Sprit aus. Hauptsache, ich lobe die Leute, dass sie nicht rausfliegen. Am Ende bin ich derjenige, der andere hier wegkommt. So kannst du ein wenig sparsamer fahren. Ist wer da? Ja. Du musst aufpassen, wann du übernimmst. Sonst gibt ja. Ich mitten in der Kurve an Steuer. Ja, mitten in der S-Kurve. Irgendwas ist mit Luke passiert, glaube ich. Ja, der ist auf einmal hin. Aber gerade eben war noch hinter mir. Abstand zum vorausfahrenden Auto, 5,3 Sekunden. Ich weiß nicht, ich habe ihn ja nicht gesehen. Kann sein, dass ich ihn nicht gesehen habe. Wenn Sie kann ich jetzt übernehmen? Was? Ah, da. Ja. Okay. Zum Glück geht das auch. Warte mal, Kurve, ich übernehme die noch nicht. Ja, du hast einen 3-Sekunden-Timer, glaube ich, wenn du übernimmst. Das musst du dann circa abschätzen. Oh Mann, ey, Glück gehabt. Ich bin auf der Geraden viel zu langsam. Aber bevor ich rausgeflogen bin, war ich an Gianluca dran. Jetzt bin ich wieder Kilometer weit weg. Toll. Du bremst mich hier jedes verkackte Mal, ey. Weißt du, Mann, wer erster ist? Komm hier auch nicht. Ja, weiß ich nicht, ich weiß nur, der Alpha Tauri, irgendeiner. Ja, wahrscheinlich dieser Malonso. Ja, null an Grinsi ran, ne? Also du bist heute echt, muss man sagen, besser als ich. Dieser Strecke, da muss man schon wirklich sagen. Gott, dieser kaputte Flügel. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 8,9 Sekunden.
Aber ne, und daran wirklich langsam näher ran, ne? Egal, trotzdem kann ich einigermaßen in Schach halten. Wenn ich am Ende nicht letzter werde hier, so wie ein Fahrer, und niemand fällt auch noch aus, dann bin ich eigentlich auch zufrieden. Mal gucken. Dann wäre noch so eine Safety-Car-Phase eigentlich super, ne? Aber trotzdem, dass niemand rausfällt. Rausfliegt, eher gesagt. Ich muss sagen, vor ein paar Monaten vor dem Break unserer Liga hat es mich ein bisschen schon abgefuckt mit Lenkrad zu fahren, aber irgendwie jetzt seit der Pause stört es mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt irgendwie daran gewöhnt habe oder alles richtig eingestellt habe, aber tut kaum noch weh. Vor allem die Bremsen haben mich richtig gehört. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, ja, hinter mir wieder. Oh Scheiße, ich hatte die ganze Zeit ERS an. Merkst du ein bisschen, dass die Temperaturen in den Reifen steigen? Meine Vorderreifen sind ziemlich heiß. Ja. Bockt echt schon ein bisschen ab gerade. Ich verlange gerade von der Ideallinie runter. Die Strecke trocknet jetzt, aber es wird eine Weile dauern, bis das Wasser nicht mehr auf der Ideallinie steht. Slicks kommt jetzt noch nicht trocknet. In Frage. Ich merke es nicht so wirklich, aber okay. Weiß auch nicht, wie die jetzt trocken soll. Okay. Oh, no. War nicht vorne ziemlich? Ja. Safety Car? Okay. Weiß ich aber auch nicht. Hä? Noah ist in der Box einfahrten, hat er aufgegeben? Ja. Achtung, Achtung! Ah, das ist jetzt kaputt gehauen oder wie? Also Alex ist auch nicht langsam, der hat sich gerade eine Vollkanne verbremst. Oh, keine Safety-Car-Phase, ich brauch das. Ich glaube, der hat es einfach aufgegeben in der Box. Schade. Also gut für mich, aber schade. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 12,6 Sekunden. Mann, AST. Ah, alles gut. Kein Problem. Wie geht's denn so? Wieso brauchst du das? Sieht dein Kraftstoff so scheiße aus? Der hat wenig Kraftstoff mitgenommen, ne? Ah, hat er eben gesagt, minus 3 Runden, wenn das ernst gemeint war. Ja, ich hab noch minus 2,5. Oh. Ey, ich schätze mal, einmal werde ich überrundet. Eine Safety Car vor, also das war so mein Plan. Ah. Ja, eine Überrundung wird ja sowieso passieren, wenn es keine Safety Car Phase gibt. Oh, alles gut, bin gerade nur ein bisschen konzentriert. Ace, nicht wundern. Vorne halt dauerhaft zu wärme Reifen. Du liegst 10 Sekunden hinter dem nächsten Fahrer. Ach fuck.
Ja, scheint doch ein bisschen trockener zu werden, muss ich sagen. Also wenn ich P15 halten könnte, wäre das schon gut. Wenn du von der Ideallinie abfährst mit den Reifentemperaturen. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Also vom Grip her glaube ich schon, aber von Reifentemperaturen habe ich nicht so das Gefühl. Ich weiß, dass du Marbles bekommst dann. Aber das macht die Reifen nur noch wärmer eigentlich. Ich bin einigermaßen zufrieden mit dem, wie ich fahre, muss ich sagen. Nun grinnen sie heute wirklich besser als ich, muss man sagen. Aber der gewinnt auch kaum noch Zeit in den letzten 10 Runden. Nur ein, zwei Sekunden, also der ist dezent schneller. Der wurde am Anfang wirklich Problemchen. Aber jetzt geht es einigermaßen. Aber identisches Niveau, würde ich mal sagen. Aktuell. Also Alex ist ja schnell in seinem Red Bull, der verbremst sich nur immer. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 9,9 Sekunden. Über 4 Sekunden auf der Aaron, sehr gut. Da kommt auch nicht wirklich näher. Kunde verloren gerade auf da und scheiße. Wir rechnen damit, dass du in etwa 2 Runden reinkommst. Wir ziehen dir Intermediates auf. 3 Runden soll es rein, okay. Hey, mein Freund, du gehst enorm runter. Mal gucken, was die anderen machen. Da wäre ich mir irgendwie zu früh, muss ich sagen. So gefühlt. Wetterbericht. Wetterbericht. Der Regen könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Intermediates passen gerade am besten. Minus 2,40, ne, gerade hat man minus 2,46. Das ist schon scheiße, muss ich sagen. Der Abstand auf Ektar bleibt konstant. Über eine halbe Sekunde gewachsen. Scheiße. Gut für mich. Sei vorsichtig, wir vermuten, ja, ja, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt und bin in den in Startmenü reingedrückt. Das war nicht ganz optimal. Und die Frage, soll ich jetzt schon neue Reifen anziehen, dann vielleicht versuchen... Schon rein, dann musst du auch voll lange auf den zweiten Satz fahren, weil wartest du am Ende Trockenheit. Ich hoffe auf Trocken.
Für mich meint schon, ne? Ja. Ich sag ja, ich werde einmal auf jeden Fall überrundet, das ist schon mal klar, ne? Und dann müssen wir gucken, ob es Potenzial gibt für eine zweite Überrundung oder eine Safety-Car-Phase. 15,1 Sekunden. Ich hätte vielleicht wirklich eine Runde weniger mitnehmen können, ne? Auch im Arsch. Die Janen sind jetzt auch in die Box gefahren. Dann sollte vielleicht auch mal rein, ne? Boxenstopp. Gegen zu Reifentemperatur kann ich jetzt so nichts machen, oder? Nee. Wetterbericht. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Ja, wenn ich das versuche, dann nehme ich ein paar Sachen mit, ja, aber ein paar Bilder und so weiter. Und ein paar Leute auf der Tribüne. Ich werde jetzt hier nicht mitten im Rennen noch versuchen, das zu lernen. Das wäre nicht so gesund, glaube ich. Ich habe jetzt einfach eine Sekunde verloren bei dem Versuch, Boxenstopp einzurichten. Sehr schön. Das wäre die Taste gewesen. Das ist natürlich perfekt. Eventuell muss Daron auch noch Frontflügel wechseln. Gott, gewähle ich in der Box viel später zu. Noch eine Runde, komm. Ach ja, ich muss eine Runde noch und danach. Daron fährt auch noch nicht in die Box. Ich glaube, ich kann noch länger, ne? Aber die gehen noch, fahren noch in die Box. Box, wir kommen diese Runde rein. Eben schon gedreht. Ich glaube, wir brauchen ein paar Sätze neu reifen. Ich glaube auch. Ja, das frage ich mich auch. Achtung, Achtung! Ja, da kann man mir später gerne auch eine Strafe geben, das ist kein Problem. Muss ich mir mal genauer später angucken, war bestimmt dumm von mir. Ich weiß aber gerade wirklich nicht, ob ich mich jetzt verbremst habe, weil ich hatte wirklich am Anfang Probleme. Weil es unter anderem ja auch Daron Platz machen wollte, weil ich dachte mir, komm, der ist eh schneller als ich. Dann habe ich gesehen, okay, komisch, der ist so langsam. Und dann war es irgendwie komplett raus. Aber klar, wenn es mein Fehler war jetzt. Und nicht irgendwie ein Fahrfehler oder so. Kann man mir da gerne was geben. Echt? Wo bist du denn, Gianluca? Du bist doch vor mir, oder nicht? Oder hast du gerade geboxt und bist jetzt hinter mir? 1,38,6, meine Fresse. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden. Ab in die Box. Daron fährt auch rein. Fertig, los jetzt. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Sehr gut. Ne, Daron hat, glaube ich, von Flügel nicht gewechselt, weil er ist auch direkt raus. Doch, die haben meinen Flügel nicht gewechselt. Oh. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Die lassen einen hier irgendwie, finde ich, sehr locker raus, muss ich sagen. Ohne Vorwarnung irgendwie. Minus 2,24, das ist gut, das ist gut. Würde man sagen, nochmal so auf 1,7 minus, ne, wer weiß. Weiß.
Wenn Gianluca schon überrundet wurde, das heißt, dass es auch bald werde. Oder schon wurde, keine Ahnung. Der ist eigentlich 18. Ist das Gianluca? Von mir ist Globus. War bestimmt noch nicht in der Box. Oder eher gesagt, war schon in der Box, ja, da hat einen Fehler. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Warum gab nicht so rein mit den neuen Reifen? Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,8 Sekunden. Mich das mit Daron, mit dem Frontflügel. Wenn das natürlich passieren muss. Okay, so wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Im Moment fahren wir definitiv noch die richtigen Reifen, aber wir werden wohl bald auf Slicks wechseln können. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 25,9 Sekunden. Wait, Loop war noch nicht an der Box? Keine Ahnung. Nee, war noch nicht an der Box, so langsam wie er gerade fährt. Hat er vielleicht gehofft, dass der Regen bis dahin schon aufhört? Jo. Ich glaube locker 2 Sekunden pro Runde. Das Radar zeigt wolkenlosen Himmel auf dem Weg hierher. Noch ungefähr 10 Minuten Regen. Intermediates passen gerade am besten. Na wohl, bei 10 Minuten Regen macht es keinen Sinn mehr. Glaube ich. Ah, hinter Daron ist schon, glaube ich, der Erste. Wirklich immer näher ran. Ne? Ach, hat schon, ne? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 13,8 Sekunden. Scheiße. Und noch näher.
an. Ja, das war ganz gut. Ist dann wieder rausgefahren, gut. Du verlierst pro Runde eine Sekunde auf deinen Hintermann. Eine Sekunde. Je trockener es wird, desto schlechter werde ich versuchen mit Daron. Ne? Irgendwie ein Rennen mit wenig Highlights. Mhm. Ist jetzt sehr ruhig, ja. Und wenn es so bleibt, werde ich das Rennen auch nicht beenden, denke ich mal. Unser Abstand zum Auto letzter, ne? Beträgt 13,8 Sekunden. Ist aber auch viel aufgeteilt hier und auch groß aufgeteilt. Jo. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Fünf Runden noch, wir haben noch 7. Wo sind die ersten? Warum überrunden die mich nicht? 36%. Das waren erst 6 Runden. Die bauen ja ab, wie nichts Gutes. Omekami? Okay. Meine Reifen bauen übelst ab. Nicht nur deine. Wie viel Prozent hast du? 37. Okay, ich bin ja schon über 40. Oh, stimmt. Oh Gott, wirklich ab. Und Jeff sagt mir gerade keine Reifenprobleme. Ja, mir auch. Wetterbericht. Wetterbericht. Wir rechnen in ungefähr 5 Minuten mit dem Ende des Regens. Beginnt zu struggle, Jeff. Sind im Moment die schnellsten ja. Reifen. Der Regen könnte mal langsam aufhören. Na gut. 45%, ich mach 5% oder mehr die Runde. Dann kriegst du am Ende 75% circa. Ach, 19 Runden hast du mich endlich darin. Ja, mit kaputten Flügel, du Arsch. Ja, sorry. Ich weiß nicht, ob ich das war, aber das Ding war schon. Komm mal raus, warum so lange? Raus? Ey, was ist denn da passiert? Ist los. Ach, der ist auch okay, alles klar. Warum lässt du uns durch? Super. Ja, ja. Das würde mein Leben retten. Meins auch. Hast du auch Minus? Was? Hast du auch zu nee, wenig Minus? Nee. Also. Ich bin nur verdammt weit weg von dir und Daron. Ja, ja, und von Camaro. Aber was macht er jetzt? Was hat er gemacht? Weil meine Internetverbindung ja weggeknallt ist. Ja, ja, klar. Da hast du locker so 5 bis 10 Sekunden verloren, ne? Ja, ich darf noch mal in die Box, ne? Alter, meine Reifen, 35% jetzt schon. Ich hab die gerade 6 Runden drauf. Was ist das für Scheiß? Bei mir auch. Bin schon bei 34 vorne links. Und 6 Runden. Das Gefühl, ich bin nass genug für die hier und nicht trocken genug für die nächsten. War kein Risiko, erstmal Softs. Nee. Der sagt bei mir in 3 Minuten kein Regen mehr, also einfach mal probieren.
Ich gehe auf Enders. Dann jetzt bin ich, schaff's das Rennen eh nicht zu beenden. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Bis Bartosch. Ich hab noch Benzin für genau 4 Runden. Bei mir war das Problem, ich habe eine Qualifying-Runde gefahren. Wollte ich jetzt weiterfahren, auf einmal, der Kleine hat das gar nicht über. Ist auf meinen Schoß gekrabbelt. Hey, wieso habe ich gelbe? Oh, scheiße. Okay. Stimmt, ich hatte ja mal auf gelbe gewechselt. Hm, das war mein Rennen. Oh. Hä? Ich habe vergessen, dass ich mal auf gelbe gewechselt habe, falls ich am Ende schnell in eine Box muss. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 33, sag mal, wie sie funktionieren. Boah, ist jetzt unser Testkaninchen. Auf welchen Platz warst du gerade? Anfangen, Spritze sparen, damit wir eine Chance haben, ins Ziel gerade 11. Jetzt 13. Und der Malonso ist erst dort. Och komm, mach, beeil dich, du musst mich mal überrunden. Ach Kamil, du hast minus eine Runde Benzin. Ja. Guck mal, bei mir ist er minus 2,5 Runden Benzin. Was war mit mir? Ja, ich glaube, er hat's komplett gehabt. Ich hab's auch nicht verstanden, weil... Irgendwas mit Daron. Ja, Gianluca. Ich fahre jetzt gegen Daron. Es geht schon mit den Gelben. Ach, da bist du schon, ah. Sag mir mal, welche Zeiten du fährst. Ja gut, ich bin jetzt gerade aus der Box, ne? Ja, ja, das ist eine Outlap. Aber oh, ich schlitter weniger weg als Daron da hinter mir. Ich hab ja auch einen kaputten Frontflügel. Ich hab gelbe Reifen. Also Segat Ektar kam auch, hat es auch durchgelassen. Ja, ich frage mich warum. Er hat minus eine Runde. Ich habe deswegen versucht, gerade so ein bisschen Benzin zu sparen. Jetzt müsste aber auch langsam der Turning Point kommen, weil jetzt kriegen wir auch langsam wieder schnelle Rundenzeiten. Aber es regnet halt noch. Ja. Das muss Spray und alles. Also du rutschst ein bisschen, aber du wirst nicht weit rausgetragen. Ja, du bist schneller als ich. Entweder gehe ich nochmal in die Box und wechsle Reifen oder ich gehe auf Risiko und scheiße auf die Reifen und fahre das Rennen so zu Ende. Ja. Einige Teams wechseln gerade auf Intermediens. 2-4 Outlap aus der Box. Eine Runde zu viel. Zu wenig mitgenommen. Kacke. Daron, wie sind deine Reifen? Am Anfang der Strecke, da rutscht du noch gut bei den engen Kurven. Wie sind deine Reifen? Ja, gleich. Oh, Kratenstecke. Oh. Ja, jetzt. Der jetzt aktiviert? Ja. Ich hätte reingehen sollen. 44% vorne noch. Oh, scheiße. Gehst du nochmal rein? Müsste jetzt. Der erste ist aktiviert. Ja. Strecke ist trocken. Halbwegs. Ihr solltet jetzt alle auf Soft gehen. Ich habe leider gelbe. Eine 19 Fahrer, es regnet, niemand haut sich aus. Los mit euch, hört auf zivilisiert zu fahren. Ja, ich hab's jedenfalls noch hinbekommen mit schlafenden Kind auf dem Schoß den Start zu machen und dann Start zu drücken, damit ich... Also ich habe auch nur grüne Sektoren. Ah, ich werde überrundet, geil. Jetzt erst. Ich bin enttäuscht. Der Regen verzieht dafür brauche ich jetzt gleich mehr Sprit, das ist kacke. Ach, Gianluca ist 17. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,5 Sekunden. Der hat mich auch irgendwann vorbeigelassen. Er hat irgendwie anscheinend auch Probleme gehabt, ich weiß es nicht. Ah, 60! Oh Gott. Es muss eh in die Box. 1,37,4 Eule. Oh. Das wäre fast zu schnell in die Box gewesen. Da will ich mich jetzt noch nicht wechseln, Paul. Du hast doch auch Assistenten, oder? Los, großartiger Boxenstopp. Ja. Die Zeit war besser, als wir dachten. Also ich war vorher immer bei 1,39. Wenn ich dich noch kriegen will, muss ich das Reifen wechseln. Nein, ich weiß, dass das weniger Sprit. Du willst mich eh kriegen. Du brauchst kein Risiko bei mir. Was sagst du? Du wirst mir es eh kriegen, also brauchst du damit kein Risiko einzugehen. Ja, du bist ja gerade, du bist gerade erst aus dem Box raus. Ja, aber trotzdem. Sind halt eben die Tire Wear, dass ich die durchhalte. Ja. Ich habe minus 2,15 Runden. Oh Gott, nein, ich streb. Ich rutsche wie sonst was. Also langsam geht's in Richtung Exploding. Hoffe, ihr mal rutscht, ist die Tode. Macht keinen Sinn mehr. Für eine Runde.
Ne, wenn, dann müssen es alle machen. Vor dir. Ja, jetzt aber... Wenn du jetzt nicht wechseln musst... Oh, scheiße, ey. Eigentlich muss man jetzt wechseln. Ist ziemlich trocken hier. Ja, mittlerweile geht's ja noch. Jetzt werden nur heiß. Nach einer halben Runde geht's auch jetzt mit den Softs. Ah, easy. Wie schnell ist Aurora? Was ist los bei dir? Also du hast Enters, okay. Leider habe ich gelbe und keine roten drauf gemacht. Oh, aber teilweise rutscht noch. Ich will euch nicht zurück überrunden, ihr sollt mich nochmal überrunden. Okay, keine noch eine Strafe geholt, sehr gut. Oh. Es könnte jetzt ein Fail sein, aber es könnte auch okay sein. Was wirst du die drei Runden? Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Weißt du, was mein Problem ist? Ich habe jetzt keinen Sprit mehr, wenn die Strecke trocken ist. Da sagst du auch Sprit, was sagt der eigentlich bei mir? Ja, bloß 0,67. Spaß. Das hier ist ein bisschen Lift and Coast. Tatsächlich verliere ich auch nur großartig das, was ich nicht eh verloren hätte. Man kann so langsam Sprit zu sparen, es funktioniert nicht. Vor allem ist der Fahrer wieder schneller als ich, verstehe es nicht. Was? Ich sage, auf einmal ist der Ferrari mit Gianluca mit dem Ferrari wieder schneller als ich, das verstehe ich nicht. Vorhin war der so langsam. Eins kann er besser mit den Softs, ne? Auf trocken. Oder der hat aus Versehen ein trockenes Setup. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 7,5 Sekunden. Ah, ich habe keinen Treibstoff mehr. Victor. Glückwunsch, letzter. Mann! Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Aurora hat einen Platten bekommen. Platten. Blaue Flagge. Okay. Und wenn er jetzt, wenn es jetzt noch Safety Car gibt, dann reißt es aus. Nee, gibt's nicht mehr. Ach toll, ich bin letzter. Ja, yeah. Gerade Boxeneinfahrt. Jo, alter Wolf fährt auf der Geraden in mich rein. Nö, Aktus, ne, aber ein bisschen schnell wollte ich schon sein. Und das hat ja meistens funktioniert, nur heute halt nicht. Dann stolze 145 km/h fahren. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Nein, lass ihn durch, wenn du kannst. Hauptsache ich beende das Rennen. Punkt. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Mal und so. Auf die nächsten. Ja, immerhin gibt's Punkte. Blaue Flagge, blaue Flagge. Oder eher gesagt, ein Punkt. Ich komme! Oh, krass, dass der Gamble aber von Formula Pro aufgegangen ist. Krass, aber er hat wahrscheinlich durch die Tireware halt noch Glück gehabt. Was für Reifen hat er denn? Nach seinem langen Boxenstopp. Okay. Luke meine ich. Achso, ich wollte gerade sagen, Formula Pro setzt eine Zeit auf Inters, was? Ein Rennen mit wenig Heilung. Ja. Blaue Flagge, mach dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Ah, hier schlecht Ente rum. Moin, moin. Willst du einsteigen? Mann, Alter.
Kann ich ziehen? Ach so, gut. Eigentlich wäre mehr drin gewesen. Aber ich habe jetzt auch Daron. Keinen Treibstoff mehr. Ja, Daron, mir. Also so. Circa jetzt. Ja, ich roll jetzt über die Ziellinie. Ah, Jean-Luc, du hattest Trocken-Setup, ja. Oh. Ja, ich bin jetzt auch ein Ziel. Jetzt wurde es alles gut, Gianluca, auch alles gut. Ich habe auch Fehler gemacht. Mann. Paul, haben mich dich da irgendwie noch erwischt gehabt? Dieses Rennen dreimal. Ja, wir haben uns auch gegenseitig ein bisschen. Ja, das auf der Geraden hat mich, das ja, auf der Geraden hat mich gewundert eben. Aber war nichts Schlimmes, nur leicht berührt. Ja, hatte eh die 3 Sekunden Strafe, wärst so oder so vor mir. Ja, nee, aber das eine Mal, du bist mir da ja in der letzten Kurve richtig reingeraten. Ja, da habe ich mich verbremst. Und hab noch versucht, irgendwo hin auszuweichen, definitiv, wo ich dich nicht ganz abräume. Dento? Ja? Es gab ein Problem bei Alex. Ich hätte mal gern gewusst, wie das hier ausgegangen wäre, wenn es nicht geregnet hätte. Was denn? Und ja. Wenn ja, das Kind geschlossen hätte. Ja, ich weiß, es sollte ja normalerweise Ferrari. Ja, du meinst, wenn du jetzt nicht rausgeflogen wärst, ach, ja? Anfangs nicht da gewesen wärst, meinst du? Ja, aber das ist nicht so. Punkte haben die, hat er eh nicht gesammelt. Dann geht's aber. Ja, wenn ich auch zwischendurch rausgeflogen wäre, wäre wahrscheinlich auch besser. Das war das Rennen in Silverstone. Leider muss man sagen, ist wirklich erstaunlich aus unserer Sicht wenig passiert. Also es ist eigentlich geil, dass niemand rausgeflogen ist, bis auf einer. Ich habe später noch mit Noah gesprochen, das war ein bisschen unglücklich bei ihm. Aber ansonsten nur ein einziger Ausfall, hier und da kleinere Probleme. Natürlich ist am Anfang, wo ich Daron reingefahren bin, leider ein bisschen unnötig, weil ich wirklich dachte, dass die KI oder wenn jemand gerade rausgetappt ist, wirklich die KI übernimmt und man wird dann komplett durchsichtig, so wie bei einer Überrundung. Und das war leider nicht der Fall, habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt. Wenn ich eine Strafe kriegen sollte, dann habe ich es auf jeden Fall verdient. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit meinem Rennen. Ich finde, ich war schon sehr souverän, habe da jetzt eigentlich kaum Fehler gemacht, bin ordentliche Zeiten gefahren für mein Verhältnis und auch ein ordentliches Niveau. Es war jetzt selten, dass ich jetzt komplett abgesackt bin. Darauf sollte ich auf jeden Fall aufbauen. Ich bin auch zufrieden allgemein, wie ich mich jetzt gegenüber von Daron und Ektar geschlagen habe, die ja im Aston Martin sind. Und ja, am Ende sind wir ins Ziel gekommen. Am Ende das mit dem Sprit war natürlich etwas blöd. Habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, dass wir jetzt, wenn dann maximal minus 1, 1,5 Runden Sprit nehmen, weil mehr ja, wenn es gibt anscheinend auch hin und wieder Rennen, sogar bei uns, wo es keine Safety-Car-Phase gibt. Das ist natürlich dann für jemanden, für mich dann fatal. Ja gut, wie gesagt, am Dienstag geht's dann weiter direkt wieder mit Ungarn, Dienstag der 26. März um Punkt 21 Uhr. Es wird schon ein paar Minuten früher live sein. Wer Bock hat, kann gerne vorbeischauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin. Ciao, tschüss, euer Dento.